ist in Weihnachtsfieber? Wer war schon auf dem Weihnachtsmarkt? Wer hat schon Glühwein gesoffen? Wer dachte sich, ich will das auch zu Hause trinken? Aber welchen Glühwein kaufe ich? Anissa, es gibt echt viele zu kaufen im Supermarkt. Heute testen wir Glühwein. Aufgrund von sehr hoher Nachfrage. Wann kommt das Video? 14.12. 14.12. liebe Freunde, ihr wisst, was das heißt. Noch 10 Tage bis Weihnachten. Aber noch viel krasser, nur noch 1,5 Tage, um mein Merch zu bestellen. Ja, ihr habt richtig gehört, liebe Freunde. Nur noch bis morgen Abend könnt ihr mein Merch bestellen, also bis Sonntagabend, 15.12. Danach ist es weg. Danach könnt ihr nie wieder ein Duck-You-Pudding, ein Duck-You-Hoodie kaufen, ein Duck-You-Merchandise wird es einfach nicht mehr geben. Vielleicht gibt es nächstes Jahr nochmal Merch, aber ich weiß nicht, ob es diese Sachen nochmal geben wird. Der Kalender ist dann auch für immer gone. Also falls ihr noch einen mega geilen Cosplay-Kalender oder sonst was wollt, dann checkt das mal ab. Ansonsten, ja, betrinken wir uns heute mal schön, ne? Wir trinken also heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Flaschen Wein und ein Tetrapack Wein. Let's get this party started, oder? Ich weiß nicht. Einmal umbauen, bitte. Wow, Anissa, was ist denn das für eine schöne Deko? Wir haben hier kleine Schuhe geklaut von Kindern aus dem Kindergarten. Einen kleinen Schlitten nochmal geklaut von noch kleineren Kindern. Und einen kleinen Adventskranz, den ich selber gebastelt habe. Ich habe sogar die Kerzen selber gegossen, liebe Freunde. Falls ihr euch wundert, wie, einmal hier ist ein Video verlinkt. Denn ich streame, by the way, jeden Tag im Dezember bis zum 24. Auch am 24. Aber heute geht's um dich. Und um die anderen von dir. Nürnberger Christkindlesmarkt Glühwein. Ich weiß nicht, wer die Troller ist, die hier vorne drauf ist, aber die guckt extrem freundlich. Kann man nichts anderes gegen sagen. Gerstacker Weinkellerei GmbH Nürnberg. Hergestellt und abgefüllt in Nürnberg. Es ist Wein. Was habe ich erwartet, wenn ich daran rieche? Okay. Blub, blub, blub. Sieht gut aus. Ich habe Glitzer in der Tasse. In die Mikrowelle damit! Ich hab gesagt, habe ich gerade in meinen Wein gepustet? Aber der ist ja warm. Das macht Sinn da eingepustet. Ach, egal. Gar nicht so scheiße, wie ich dachte, wenn ich ganz ehrlich bin. Schmeckt wie warmer Traubensaft. Und so sollte er idealerweise schmecken. Oh, mir wird richtig warm im Bauch. Jetzt verstehe ich, warum Leute so gern Glühwein trinken. Mmh. Erst wenn ihr 18 seid, Freunde, aber mmh. Es gibt auf meiner Skala von 1 bis 10 einen... Ah, ich würde dem 8 Punkte geben. Ich finde, ich könnte davon eine ganze Tasse trinken. Cheers! Next! Glühelch. Ich muss sagen, allein weil die Packung mit diesem echt extrem unfassbar unsympathisch aussehenden Elch drauf ist, würde ich ihm ganze 10 Punkte schon mal jetzt geben. Glühelch, enttäusch mich nicht. Trinkfertig, nur erhitzen, nicht kochen. Ja, für das gesamte Rudel und dessen gute Stimmung empfehle ich diesen tierisch guten Glühwein. Wohlbekommt. Okay, ich nehme alles zurück, was ich über den Elch gesagt habe. Das ist der cringigste Spruch, den ich je gelesen habe. Warum müssen Leute Sachen immer so unangenehm branden? So Glühelch. Riecht süßer als der andere. Guck. Mikrowelle. So. Es dampft, liebe Freunde. Oh, warum habe ich das so hart eingeatmet? Oh mein Gott, ich bereue mein ganzes Leben. Prost, lieber Glühelch. Ich habe keine Ahnung, was ich rede. Ich bin so durch. Ich bin einfach... Heute ist der wackste Tag. Jeder Dezembertag ist irgendwie der wackste Tag aktuell. Und ich versuche so hart, einfach Weihnachtsstimmung zu haben. Prost. Das ist lecker. Schmeckt eher wie Punsch als wie Glühwein. Glühelch, ich muss sagen, ich bin überrascht von dir. Ich fand den nicht gut, ich fand den nicht schlecht. Du wirst erst langsam ein O, bis noch etwas zu lange ein Deswegen würde ich dem erstmal wirklich gut gemeint, einfach weil ich dieses Gesicht so süß finde, trotz dem cringigen Spruch auf der Rückseite, wirklich gut gemeinte 7 Punkte geben. Gerstacker, ist das der gleiche? Es ist die gleiche Weinerei. Ist das der gleiche Wein? Hast du mich betrogen? Hast du mich betrogen? Wer ist der wahre Glühwein? Okay, nächster Wein. Finde ich ein sehr, sehr gesundes Motto. Sehr gesundes Motto. Glüh dich glücklich. Wie alle wissen, man kann nur glücklich sein mit Alkohol. Die Flasche ist ein wertvolles Geschenk. Sie ist ein besonderes Zeichen der Liebe. Was? Noch ein Negativpunkt. Aus Düsseldorf. Schmeckt scheiße, wollte ich gerade sagen. Riecht scheiße. Okay, glüh dich glücklich ist warm gemacht. Nee, der war mit Abstand echt am schlechtesten bisher. Kommt doch nicht aus Nürnberg, muss man dazu nochmal sagen. Also wenn jemand weiß, wie man Glühwein macht, dann die Nürnberger, liebe Freunde. Ja, nee, fand den echt scheiße. Würde mir jetzt einfach mal so 5 Punkte geben. Plus, minus 1 Punkt Abzug. Also 4 Punkte. Das nächste Prachtstück in unserer Fundkiste ist Sansibar Glühwein. Sehr dezent, das Design. Finde ich ganz schick. Irgendwie muss ich bei Sansibar ans Schwimmbad denken. Macht das Sinn, bei Sansibar ans Schwimmbad zu denken? Ich denke an eine Bar. Echt? Ich muss an Schwimmbad denken. Oh mein Gott! Hör auf! Gerstacker Weinkellerei GmbH Nürnberg.
Die mache ich nicht auf. Aha. Ja, Mikrowelle. Schön warm gemacht, Sansibar Glühwein. Testen wir mal, ob der auch was kann, liebe Freunde. Das ist auf jeden Fall nicht der gleiche. Schmeckt auf jeden Fall anders als die anderen von Nürnberg. Boah, ey, ich merke schon, boah, vertrag nicht so viel Alkohol. Die finde ich jetzt so lecker, davon können Sie jetzt auch wirklich nicht noch einen Schluck trinken. Krieg von mir halt 5 Punkte. Next! Ich hasse Wein trinken. Lalala. Warum hast du so eine Idee überhaupt gemacht? Tja. Nimm halt nächstes Mal Kekse. Kekse mag jeder. Endlich. Das, was ich brauche. Schneemännchen Kinderpunsch mit diesem gruseligen, wie hieß nochmal der Schneemann von Tabaluga, Alter? Arktos. Ja, kleiner Arktos hier vorne drauf. Hat aber schon genug Glühwein getrunken, dass er auch mal happy sein kann. Ja, geil. Davon saufen wir doch einen, oder? Riecht halt nach Capri-Sonne. Ja, finde ich geil. Schmeckt fruchtig. Schmeckt süß. Schmeckt punschig, mir wird warm im Bauch. Schmeckt nicht nach Wein vor allem. Großer Fan. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Heinzels Glühwein, Weihnachtsmarkt, Kölner Altstadt. Aus? Köln, dann drauf. Nö. Agnes-Kimmle-Straße, Kapellen-Durstweiler. Das war viel zu viel. Ich werde heute auch besoffen nach Hause gehen, liebe. Wo habe ich das hingeschoben? Oh mein Gott, das ist so knapp punktig geendet. Warum habe ich das weggeschoben? Ne. Heinzels. Nicht, du bist ein falscher Kölner. Du hast ja noch einen unheimlichen Zwerg vorne drauf. Und schmeckt scheiße. Kriegt von mir einfach nur, naja, da 2 Punkte maximal. So, liebe Freunde, das ist eine Sache, die ich noch nie gesehen habe. Einen weißen Glühwein. Vegan und Bio, wow. Bio-Glühwein ist nicht nur heiß getrunken ein Genuss, sondern auch kalt. Stimmt, macht ja mega Sinn, den Glühwein kalt zu trinken. Ja, trinken wir ihn einfach mal. Ich finde die Flasche schön. Auch diesen Verschluss. Sieht halt aus wie Wasser. Ja, riecht echt eklig so, aber let's try this shit out. So, es sieht einfach aus, als ob diese Tasse leer wäre, weil dieser Wein einfach so durchsichtig ist. Der, 0 Punkte. Glühpunsch Holla die Waldfee mit Wildkirsche Vanillegeschmack. Klingt mal nach was Neuem. Verzaubert jeden kalten Wintertag in einen gemütlichen Abend vor dem Kamin. Leicht erhitzt, passt der hervorragend zu Gebäck oder zu einem ich kann nicht lesen. Leicht erhitzt, passt er hervorragend zu Gebäck oder pur einfach zum Genießen. Riecht überraschend mild. Richtig, riecht schon stark, bin ich ehrlich mit euch, Freunde. Rede ich noch deutlich? Ja, oder? Einigermaßen. Mikrowelle? Jan, bitte hör auf, jetzt Krach zu machen. Nee, Alter. Oh, das Vanillaaroma ist nice. Das kommt ganz zum Schluss. Das wäre jetzt der Moment bei jeder Party, wo ich sagen würde, ich will nichts mehr trinken, danke. Aber wie kann man Nein sagen, wenn der Wein in so einer fantastischen Tasse ist? Ganz genau. Stimmt, die Tasse. Ach ja, hey, wollt ihr Merch kaufen, liebe Freunde? Nur noch bis morgen erhältlich, falls ihr auch euren Glühwein aus einer solch fantastischen Tasse trinken wollt. Bist du besoffen, um Werbung zu machen? Es tut mir leid, kauft meine Tasse, bis morgen noch erhältlich. Ja, kriegt von mir einfach, wie war der nochmal geschmeckt? Nee, der schmeckt so richtig sauer und dann kommt plötzlich Vanille und du bist so, oh. Aber es ist vorher so sauer, ich wünschte, die hätte keine Wildkirschen reingemacht. Weil das Vanille ist echt lecker. Finde ich kacke. Würde ich sagen 3 Punkte. Ah, Glühwein aus dem Tetrapack. Wenn es eine Sache gibt, die für Qualität steht, dann ist es Alkohol aus dem Tetrapack. Ja, einmal erhitzen macht alles besser. Keine Ahnung, was das Ganze bedeuten hatte. Ich tue einfach in die Mikrowelle, Alter. War richtig lecker geschmeckt. 10 Punkte. Ah, oh, mein Liebling ist zurück. Glüh dich glücklich. Ich liebe ja das Motto. Mm. Weißwein diesmal. Mm, der letzte Weißwein, den wir getrunken haben, war auch super lecker. Oh boy, bringen wir es einfach hinter uns, Brody. Bringen wir es einfach hinter uns.
Hat auch ein bisschen mehr Farbe als der eben. Der andere war ja so richtig wasserweiß und der ist so gelb. So sieht Glück aus, liebe Freunde. Nee, Alter. Das schmeckt schon eher nach Schnaps, finde ich. So stark. Ja, todesekelhaft kriegt man mir vielleicht einen Punkt. Vielleicht anderthalb. Nein, ein Punkt. Scheißflasche. Oh, Kinderpunsch. Das habe ich gebraucht, Digga. Christkindels Kinderpunsch. Oh mein Gott, der ist aus Nürnberg von der gleichen Weinkellerei. Ich bin gerade froh, dass da kein Alkohol drin ist, Alter. Ah, riecht aber echt nach Käsefüßen. Oh, der ist actually lecker. Der ist actually richtig lecker. Ich finde den halt echt lecker. Ich würde ihm auch 10 Punkte geben, weil den kann man so gut trinken. Oh, den hatten wir auch schon mal heute. Kunstmann Weinkellerei. Der mit dem Schild, was vegan ist. Ja, stinkt krank. Ja, es riecht nicht an der Tasse. Es liegt nicht an der Tasse. Der stinkt einfach nach frisch renovierter Wohnung. Mikrowelle. Boah, ich habe das gerade richtig vorsichtig runtergeschluckt, damit das nicht noch mehr meine Zunge berührt. Und das war so ekelhaft. Ich gebe dem 0 Punkte. Schrecklich. Schrecklich. Boah, das war richtig ekelhaft. Last but not least. Endlich der letzte Glühwein. Winterglühwein mit feinen Glühwürz... Glühwürzaromen. Gewürzaromen. Ich kann nicht mehr lesen. Du bist das Schlusslicht. Oh, das Geräusch fand ich aber schön beim Einschütteln. Hast du es gehört? So gluck, 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 gluck. Ja, das klang sehr gut. Kriegt dafür erstmal einen Punkt extra. Let's hit this bitch in the microwave. Auch das sollte nicht euer Lebensmotto sein. Menschen nicht in die Mikrowelle, okay? Was redest du für ein Quatsch? Digga, keiner. Bin ich bereit, das Video abzuschließen. Und dieses peinliche Weihnachtskleid auszuziehen. Yeah! Ein Jahr Gesangsunterricht hat sich wirklich krank ausgezahlt. Wow, wow, okay. Letzter Wein. Bringen wir es hinter uns, Anissa. Nee, wir hatten wirklich nur eine Handvoll Weine, die gut geschmeckt haben. Da war auch wieder so richtig ekelhaft. 2,5 Punkte? Okay, sagen wir 3 Punkte, weil das Geräusch beim Einschütteln schon sehr nice war. Kann man nicht sagen. Aber ansonsten... Nee, Diggi, tut mir leid. Oh mein Gott, ich bin fertig. Liebe Freunde, es war mir ein Fest. Nie wieder mache ich das. Ohne Witz, diese Getränke-Reviews mit alkoholischen Sachen sind einfach immer so ein Killer. Falls ihr noch sagt, Anni, ich finde dich echt nett so. Ich würde dich gerne unterstützen bei dem, was du machst. Bis morgen ist noch mein Merch erhältlich. Gönnt euch gerne einen Pullover, einen Hoodie, eine Tasse, einen Kalender rein, falls ihr Bock habt. Wenn nicht, kein Problem, aber wie gesagt, nur noch bis morgen erhältlich. Danach gibt es die Sachen, ups, oh Gott, sorry Kerze, nie wieder. Ansonsten, falls ihr sagt, Anni, ich finde dich aber echt cool so, können wir mal mehr reden? Dann sage ich, ja, komm doch einfach in meinen Stream, Digga. Ich streame jeden verfickten Tag im Dezember bis zum 24. Und falls ihr einen Special-Weihnachtsstream verpasst habt, dann könnt ihr den auf meinem Zweitkanal Anni die Ente nachgucken. Denn da kommen aktuell im Dezember also die regulären Gameplay-Videos und dann noch abends das Adventskalender-Video vom Weihnachtsstream. Und ja, was gar nicht, was ich noch sagen will, außer, ich hasse Glühwein so, ne? Ja, genau. Tschüss, wollte ich sagen. Tschüss! Don't drink and drive. Don't drink and Videofilm, Digga.